Hallo ihr Lieben, ja, wie man sieht, ist das ein neues Interface. Es ist Dauntless. Genau, das ist die Open Beta von Dauntless und damit eine neue Reihe bei mir auf meinem Kanal, denn ich werde beginnen, Dauntless zu spielen und ja, wir legen auch gleich hier mal los und drücken hier auf Spielen und sehen dann, wie es hier losgeht. The shattered isles, fractured by aether, and the depredations of savage behemoths feeding on its power. Against their endless hunger stand the slayers, our last hope. So, ja, der Trailer, der ist, hier ist der Ton ein wenig versetzt und auch, ja, wie man sieht, der Ton und das Bild ist hier nicht synchron, sollte auf meinem Laptop aber nicht so sein, das sollte alles flüssig laufen. Genau, hier kommt auch das Schiffchen. Ich denke, das ist der Open Beta Trailer, den kann man sich auch so ansehen. Da skippe ich jetzt einmal mal den Trailer. Genau, willkommen in Dauntless. Um mit dem Erstellen deines Slayers zu beginnen, wähle zunächst zwei Vorfahren. Ja, sowas kennt man ja auch noch nicht. Welche nehme ich denn? Ich nehme jetzt hier einfach mal Basil. Und ja, wen nehme ich jetzt noch? Jetzt ja, ich sollte ja dann vielleicht eine Dame nehmen. Da nehme ich. Die Damen, da sind jetzt nicht alle wirklich, also bei den Damen sind alle nicht so hübsch. Ich nehme mir aber dann mal hier Avery. So, Abstammung. Du kannst das Aussehen deines Slayers mit dem Schieberegler anpassen und deinen Körpertyp an der Schaltfläche unten ändern. So, ich nehme mir hier wohl eher so einen hier. So, das Hautfarbe. Wähle als nächstes oben die Hautkategorie. Kann ich hier Haut. Ja, hier kann ich die Haut hier einstellen. Ganz dunkel, hell. Ich nehme mir aber jetzt mal das hier und. Ja, als nächstes wähle eine Haarfarbe und Frisur oder justiere andere Optionen in den anderen Kategorien. So, die Haarfarbe. Da kann ich mir anscheinend ja. Ja, da ist mir. Was passt denn hier am besten? Ich glaube, ich nehme aber hier so ein etwas schwärzeres hier, so bei den Frisuren zurückgekämmt. Moment, den müsste ich hier drehen. Ich sehe hier ja nicht wirklich Kamerarotation. Undercut. Ui, nee. Gefederte Rückseite, Kriegswappen, Pferdeschwanz. Nee, nicht ganz. Stachelig, oh Gott. Straffer Pferdeschwanz. Ausgefranster Bob. Oh Gott. Nee. Kronenzopf. Nein, nein, nein. Lockerer Dutt. Nee. Hohe Doppelzöpfe. Ja, nein. Nicht hier. Nicht wirklich. Dann nehme ich hier noch am besten hier zurückgekämmt.
Genau, dabei bleibe ich. Jetzt geht's mal zu den Augen. Die Augengröße. So. Augentiefe. Naja, die lasse ich jetzt hier mal hier so. Augenposition. So. Augenbrauen. Nee, da brauchen wir. Ja, dann nehme ich hier schon. Hier voll. Rotation. Ah, okay. Dann nehme ich hier solche und Augenabstand. Nein, dann nehme ich hier sowas in der Art. Ja, und damit geht's zur Nasenposition. So, die Nasengröße. Sowas hier, Nasenbreite da oben. So. Höhe des Nasenstegs. Nasenstegtiefe. Naja, lasse ich so. Nasenlöcher. Okay, so. Mundstellung. So, Mundgröße. Nee. Lippendicke. So, ja, nein, die nehme ich eher so. Der Kopf, der ist eher rund oder eckig. Er kann von mir aus so bleiben. Drücken, dehnen. Da nehme ich hier wohl sowas. So, und jetzt sind wir bei den Ohren. Ohrenpositionen. Nee, da bleiben wir in der Mitte. Ohrbreite. Nee. Und Ohrgröße. Nehme ich jetzt sowas hier. So, beim Kiefer. Kiefergröße. Nee, da gehen wir in die Richtung. Bei der Kinngröße, die machen wir recht. Ja, also sowas nicht hier. Eher sowas. Und die Kinntiefe. Dann nehmen wir jetzt sowas hier. Ja, und damit noch extra Make-up. Minimalist. Oh Gott, nein, ich brauche kein Make-up. Ich brauche hier eher eine Gesichtsbemalung. Gekreuzt. Rot sehen, Überlebender, fast blau. Nee, die gefallen mir jetzt hier noch nicht. Wenn es hier Besseres noch gibt, dann würde ich mir das nehmen. Aber soweit bleibe ich jetzt hier mal bei keiner Gesichtsbemalung und speichere das. Ja, damit bestätigen wir und wir stürzen uns ins Abenteuer. Ja, ich bin ja mal gespannt hier, wie es denn da auch gleich losgeht. Ob wir gleich losschnetzeln mit einer Probeausrüstung und dann unsere Ausrüstung wieder verlieren, was ja ein gewohntes Setting ist. Aber okay, so. Okay. Das sind wir hier und wir haben hier Bewegungsprobleme. Oder es gibt hier definitiv einen Grafikfehler. Also wir stehen hier irgendwo in den Texturen. Das soll natürlich nicht sein. Genau, und ich verschwinde auch schon wieder. Take your position, Rook. Listen up. I don't train failures. It's not worth my time. And time is not on our side.
There are more behemoths turning up on the frontier every day. Okay. And like it or not, you lot are all that stands between them and the good people of Ramsgate. The people who pay me to make sure you know your acts from a pole in the ground. Hold fast back there, people. Just a bit of turbulence. Today's the day you prove you can all be let off the leash. I'm not going to be waiting for you at the drop zone. Okay, ja, wir sind nicht da. Today you prove you're not just recruits. You're slayers. Irgendwie hat das schon was, wenn wir da so rumzuckeln. Ja. Wir sind gerade aus dem Schiff gefallen. Ja, also wir zuckeln hier rum, wir helfen hier unserem Captain mehr irgendwie. Also eine silberne Hand hilft ihr da mehr. Oh ja, diese Grafik. Dinge, die sehen hier nicht gut aus. So, wo bin ich jetzt? Oder unser Charakter, also der fällt hier ja durch. This is the Bosun. We can't get to you right now. That storm didn't just blast the hull. It also drained our power. We have to make field repairs and refill the aether traps if we're going to get back to Ramsgate. That's where you come in. We spotted a rogue gnasher on your island. And that rogue should contain more than enough aether to power the ship for our return journey. And listen, if you need advice, don't hesitate to call. We'll keep the radio on for you. So, also das bin ich jetzt. Also im Moment funktioniert es. Ich falle hier nicht durch die Texturen. So, ich muss jetzt den Gnascher hier zerlegen. So, was haben wir denn hier für so Moves? Also hier rollt er sich, um auszuweichen. So, jetzt lasse ich mich hier runterfallen. Und ja, jetzt gehe ich mal hier rüber. Drücke 1, um den Heiltrank zu verwenden. So. Ich drücke 1. Und wir werden hier geheilt. So, und jetzt? Muss ich hier weiterlaufen oder kann ich... Linksklick, leichter Angriff. So. Hier geht was. Aber ich kann doch, ich komme hier hoch. Kann ich hier denn schneller laufen? Ja, kann ich. Mit Shift kann man das. Aber hier oben, rechts oben 0%, also im Moment gibt es hier keine Bedrohung. Greif den Behemoth jetzt an. So. Ah, das kann lustig werden. Wow, okay. Also der ist hier kein leichter Gegner. Oh ja, der gibt uns hier eine mit. So, der rollt sich hier wieder rum. Moment, ich habe hier Mausprobleme. So, aber jetzt, so, was macht er jetzt? Ja. Geht in den Boden. Okay, alles klar. Und jetzt? Wo kommt er raus? Ja, keine Ahnung. Track it down and finish this hunt.
So, hier gibt's den Wasserfall. Da. Minerals, Aether. Gather up what you can and we'll make use of it later. Also da vorne gibt's eine hübsche rote Pflanze, die denke ich kann ich sammeln. So. Ich kann hier eine Pflanze sammeln, die heißt hier Sky Bloom. Was man sonst noch sammeln kann, da bin ich im Moment noch überfragt, aber Sky Bloom reicht ja schon mal. Vielleicht brauche ich die ja für Heiltränke. So, hier gibt's noch Flitzblatt. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich hier auch noch die Grafik hochstellen. So. So, da haben wir unseren mutierten Biber gewissermaßen schon wieder. Wir laufen jetzt hier einfach mal runter. So. Er kriegt hier wieder eine drauf. So, ja, du kannst ja gerne herkommen, du. Okay, du triffst jetzt nicht. Oh ja, der versucht uns hier wieder eine... Und wir hauen hier drauf. Wie man hier pariert, weiß ich nicht. Ich habe aber gerade den... schweren Angriff gesehen. Oh ja, da gibt uns noch mal eine mit. Heilen an der Ätheröffnung. Ja, wenn das geht, das wäre ja nicht schlecht. So. Oh ja, da darf ich jetzt aber auch schauen, dass ich wegkomme, sonst gibt uns der hier noch mehr mit. Ja, der hat sich da direkt über uns hinweg katapultiert, was jetzt nicht so schlecht war. So, ich schau mal, dass ich hier wegkomme. So, und ich renne hier hin und heile mich, wenn das geht. Aber der hat mich schon wieder im Visier. So, jetzt kann ich hier einen Spezialangriff auslösen. Den hat er natürlich jetzt mitbekommen. So, habe ich das gerade richtig verstanden? So, also wenn er mich angreift und ich weiche aus, bin ich unbesiegbar. Auch wenn er gerade mich gerade schlägt. So, ich gebe dem hier ordentlich eine drauf. Und ich kann hier immer noch den Spezialangriff auslösen. So, er schreit hier noch ein bisschen. Aber getroffen hat er mich jetzt damit nicht. So, er gibt mir hier noch eine mit. Ich weiche hier aus. Ja, damit kriegst du mich jetzt nicht. Und ich versuche ihm hier weiterhin eine einzuschenken. Ja, jetzt sieht er ja schon ziemlich verwundet aus. Und er hat noch ein paar hier abgekriegt und ich komme hier drunter durch. Ja, jetzt hat er mir nochmal eine mitgegeben. Jetzt
Wenn ich mich jetzt nochmal heilen kann, wäre gar nicht schlecht. So, und damit haben wir den anscheinend zu Boden gerungen. Diesen Gnascher, Gnascher. So, ja, das war Dauntless. Jetzt ist es zu Ende. Und ja, wir fangen ein neues Spiel an. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr nach der Pause. We should be seeing the city any minute now. On an approach course to Ramsgate. Fresh Ramsgate air, eh? But don't spend too much time enjoying it. Cat needs every slayer to get back in the fight as soon as they're able. You've proven you're up to the task. Everyone in Ramsgate is looking for her to coordinate the response to this behemoth surge. And that doesn't leave any of us a lot of downtime. She's already gone ahead to the plaza. So meet her there as soon as you can. Off you go, then. And keep that chin up. You'll be a full-fledged Slayer in no time. So, ja, damit wären wir hier angekommen. Und ja, wie man sehen kann, gibt es hier schon einige Slayer. Also wir sind hier gerade ganz neu. Und ja, im Moment haben wir jetzt keine Grafikprobleme mehr. Ja, aber es gibt hier schon andere mit viel krasserer Ausrüstung. Wie das natürlich so ist. In Online-Rollenspielen. Genau. So, aber damit damit belasse ich es dabei. Beim nächsten Mal geht es hier natürlich weiter mit der ersten Quest von, wer weiß, wie die Dame heißt. Und ja, damit bis bald. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Hoffentlich ohne Grafikprobleme hier bei mir bei Dauntless. Das war euer Eubanks.